Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu unserer Minecraft-Hardcore-Welt, was geht ab, Freunde? Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, ey Crymax, was ist hier hinten passiert? Freunde, ich habe absolut keine Ahnung. Ich vermute, dass es daran liegt, an dem Mülleimer, dass die Lava irgendwie hier angefangen hat zu brennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte hier gerade das Video hier unten starten, sehe auf einmal, hier ist alles abgefackelt. Ja, also das werden wir auf jeden Fall heute ein bisschen reparieren. Ach, das Holz ist drüben in der Villager-Farm. Ja, also irgendwie hatten wir hier einen kleinen Brand bei uns in der Bude gehabt. Lasst auf jeden Fall wie immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Wir starten jetzt direkt mal rein. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe bei unserer Villager-Farm etwas weitergebaut, denn meine Freunde, heute steht auf unserem Programmpunkt, uns nämlich eine krassere Rüstung zu machen, unseren Bogen, unser Schwert, alles mal ein bisschen zu verzaubern, weil aktuell laufen wir hier mit unserer, ich sag mal, Bummi-Anfangsrüstung rum, die wir einfach mal so auf schnell so ein bisschen verzaubert haben, aber das soll jetzt besser werden, denn wir spielen heute Hardcore und da ist es natürlich besonders wichtig, gut geschützt zu sein, damit wir nicht sterben, Freunde. Wir können ja mal ganz kurz hier einmal in die Statistik reinschauen. Ihr wisst, Leute, ich halte das hier immer komplett transparent mit euch hier. Wo sieht man denn die Spielstunden? Ich habe nämlich hier ein bisschen weiter gezockt und Leute, so eine Villager Farm zu machen, das kostet auf jeden Fall ordentlich Zeit. Wo sieht man denn hier? Zeit seit dem letzten Tod? Hä? Ich bin doch noch gar nicht gestorben hier in Hardcore. Wahrscheinlich ist das die gesamte Spielzeit. So, wo ist hier Spieldauer? Ach genau, okay, das ist wahrscheinlich die gesamte Spielzeit, genau. Und zwar, wir spielen jetzt 0,6 Tage. Kann man sich das nicht irgendwie in Stunden anzeigen lassen? Naja, also auf jeden Fall 0,6 Tage spielen wir mittlerweile. Keine Ahnung, wie viele Stunden das sind. Ich meine, 0,5 wären ja 12 Stunden, also wahrscheinlich irgendwie so 13, 14 Stunden Spielzeit. Also, ich habe die Villager-Farm hier ein bisschen weiter ausgebaut. Hier ist mir der Stein ausgegangen. Ich zeige euch das mal hier. Die Brutstation ist natürlich immer noch wie auch in der letzten Folge, aber es sind einige neue Händler dazu gekommen. Und Leute, ich habe es nämlich jetzt auch geschafft, einen Mending, einen Reparatur-Villager zu bekommen. Und zwar der Paulberger hier. Der gibt uns nämlich Reparatur. Und das können wir nämlich einmal komplett auf unsere ganze Rüstung, Schwert, whatever, überall draufpacken, damit eben nichts mehr kaputt geht. Sehr, sehr wichtig, Freunde. So, dann, was haben wir hier noch? Da haben wir einmal Stärke 5. Den haben wir auch geholt für unseren Bogen. Müssen wir aber noch drauf machen. Stärke 5 Bogen, schon richtig wild, Freunde. Das hier sind so ein paar Müllverzauberungen, die habe ich leider am Anfang benutzt. Da habe ich noch nicht gecheckt, dass man das nicht mehr ändern kann. Und zwar, Leute, ja, wenn man nämlich einmal mit denen gehandelt hat, dann kann man das nicht mehr ändern. Die benutze ich aber einfach, um, ja, so für, ne, Papier zu traden. Dann habe ich hier noch einen Farmer-Villager. Da können wir noch ein bisschen Weizen. Und hier habe ich einen Kartografin, weil, Leute, ihr seht's, der gibt uns nämlich jetzt Glas. Für Glasscheiben kriegen wir hier Smaragde. Übelst wichtig, Freunde. Bei Glasscheiben kriegt man richtig viel. Und hier habe ich noch einmal einen Pfeilmacher, weil bei dem können wir Holz oder Sticks traden für Smaragde. Da können wir, also ich sag mal, die hier am Anfang habe ich eher so für die Smaragd-Trades. Und ab hier fängt es dann an mit den, ab hier fängt es dann an mit den guten Verzauberungen mit Stärke 5 und Manding, Leute. Wir sollten auch mal anfangen, das alles ein bisschen zu beschriften. Warte mal, wir schnappen uns mal ein bisschen Holz, machen uns mal ein paar Schilder, damit ich da nicht immer suchen muss. So, zack, zack, zack. Wir können jetzt hier auch gleich mal anfangen, alles in Sticks zu machen und Glasscheiben. Dann können wir nämlich hier direkt schon mal ein bisschen rumtraden. So, wir machen uns aber erstmal ein paar Schilder, Freunde. Zack. Okay, so, 3 Schilder. Naja, kommen wir mal ein paar mehr. 6 Schilder sollten doch ausreichen fürs Erste. Dann können wir das hier nämlich alles mal cool benennen. Und zwar der Paulbär. Oh, so Hängeschilder hier wären auch cool, ne? Nee, warte mal, wie kann man denn nochmal diese Hängeschilder machen? Das geht doch in der 1.20 irgendwie. Ja, ich finde, wir sollten das irgendwie mit Hängeschildern machen. Das sieht cooler aus, aber für Hängeschilder... Hängeschilder sind ja voll aufwendig zu machen. Das ist ja richtig aufwendig. Da braucht man Ketten und ganze Holzblöcke. Das ist eigentlich ein bisschen schon fast zu aufwendig. Aber egal, Leute. Wir wollen ja, dass es cool aussieht. So, zack. Dann gehen wir mal hier rein. Holz haben wir schon dabei. Ich brauche jetzt aber noch ein bisschen Eisen, um Ketten zu machen. So, und ey, wir sollten hier unbedingt auch den Schaden reparieren. Das machen wir jetzt auch gleich mal, jetzt wo wir hier sind. Ketten. Alter, das ist ja so aufwendig, auch Ketten zu machen. Holy moly Macaroni. Unser Eisen geht auch bald leer. Wir haben nur noch ein Stack Eisen. Wir hatten mal 3 Stacks. Also, ihr merkt schon, das ist hier echt alles sehr, sehr aufwendig. So, dann gehen wir hin. Hier waren mal Holzbalken gewesen. Zack, zack, zack. Hier war auch mal ein Holzbalken gewesen. Ey, Leute, so ein Brand hier ist echt. Da muss man erstmal alles wieder reparieren. Wir hatten einfach einen Brand bei uns. Wo ist die Feuerwehr? Wo ist hier die Feuerwehr, Leute? Aber keine Sorge, wir kommen natürlich auch gleich zum Verzaubern. Ey, unser Haus ist auch noch eine absolute Baustelle. Das müssen wir auch irgendwann mal weiter ausbauen. Aber es gibt halt einfach gerade so viele Sachen, die wichtiger sind, Leute. Also wir müssen halt erstmal... Na, wir spielen Hardcore. Wir spielen Hardcore, das dürfen wir nie vergessen. Es ist einfach... Und wir sollten auch nie vergessen, hier Goldäpfel für Notfall zu haben. Es ist einfach wichtiger, erstmal eine gute Villager-Farm zu haben. Warte mal, wer war das nochmal? Wer war das nochmal? Du warst der Kartograf. Beziehungsweise hier können wir Glasscheiben.
Ich nenne jetzt einfach mal Glashändler. Moin, das ist der Glashändler. Boah, das sieht aber cool aus mit den Hängeschildern. So, das hier ist der Weizenhändler. Alter, Leute, also ich muss sagen, mir gefällt das richtig mit diesen Schildern hier. Das sieht übelst nice aus. So, das hier ist ein Papierhändler. Papierhändler, so, wen haben wir hier? Das ist der Pfeilemacher, beziehungsweise ich nenne ihn Stickshändler. Du bist der Stickshändler, Junge. Das hier ist auch nochmal ein... Ja, mehrfach, das braucht man ja auch nie. Deswegen, ich würde jetzt auch den einfach mal Papierhändler nennen. Oh, jetzt fehlt mir tatsächlich ein Schild. Das hier ist der... Das war der Stärke 5. Kriegen wir hier. Warte mal, Leute. Eisen. Eisen. Wir brauchen doch Eisen. Vielleicht sollten wir mal eine Eisenfarm bauen. Ich glaube, wisst ihr was? Das nehme ich mir für die nächste Episode vor. In der nächsten Folge, da werde ich mich davor auch wieder erkundigen, wie das richtig funktioniert. In der nächsten Folge werden wir uns eine Eisenfarm bauen, Leute. Ist ja auch super wichtig. Wenn wir uns nicht mehr selbst um Eisen kümmern müssen. Weil Eisen braucht man halt, muss man wirklich sagen, auch immer mal. Und vielleicht gibt es ja sogar irgendeinen Händler. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das könnt ihr mir ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Händler, bei dem man Eisen tauschen kann für Smaragde. Und dann könnten wir einfach mit von unserer Eisenfarm immer das Eisen tauschen. So, und das hier ist Reparatur. Reparaturhändler. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal Reparatur. Brauchen wir aber 18 Smaragde dafür. Ich habe aktuell keine Smaragde mehr. Das heißt, wir müssen uns natürlich erstmal auch wieder was tauschen. Aber dafür haben wir hier unseren Sticks-Johnny und den Glasscheiben-Johnny. Und es wird schon wieder Nacht, Leute. Warum wird es schon wieder Nacht? Also so, man muss wirklich sagen, ich finde so eine Villager-Farm sehr, sehr zeitintensiv. Ich würde fast sagen, das ist so das, wo ich am längsten... Also ihr kriegt das nicht mit. So, ne? Das ist außerhalb der Aufnahme. Ich habe nach dem letzten Video gestern, heute schon wieder 5 Stunden, keine Ahnung. Also das ist... okay, 5 Stunden ist übertrieben, aber sehr, sehr lange. Weil man muss immer gucken, was man für Trades kriegt. Wieder abbauen, anbauen. Neue Villager. Ich habe auch einen neuen Villager zwischenzeitlich geholt gehabt von dem anderen Dorf nochmal. Also das ist schon sehr, sehr zeitintensiv. So, guck mal hier, Stärke 5. Boah, Reparaturstärke 5. Die hauen wir auf jeden Fall heute noch drauf. Also wir machen uns heute auf jeden Fall noch eine krassere Rüstung. Das verspreche ich euch, Freunde. So, aber warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall mal noch ein paar Laternen. Da ist es sehr dunkel da unten. Es ist sehr, sehr dunkel da unten in unserer Villager-Farm. Das gefällt mir nicht. Es ist zu dunkel. Nochmal ein paar Fackeln parat. Das Eisen können wir jetzt hier wegpacken. Alright, alright, alright. Okay, Leute. Also jetzt müssen wir anfangen. Jetzt beginnt's. Das Smaragde-Farm. Egal wie, wir haben Holz für Sticks, wir haben Glas, haben wir auch für Glasscheiben. Können wir eigentlich auch direkt gleich nochmal was brennen lassen, würde ich mal behaupten. Gold können wir auch wegpacken. So, sehr gut. Okay, wir haben aktuell 3 Smaragde. Wir brauchen pro Mending-Verzauberung und davon brauchen wir mal allein für unsere Rüstung 4 Stück. Brauchen wir 18. Also das ist... Boah. Ey Leute, das wird echt crazy. Das wird echt crazy. Habt ihr noch eine Idee? Gut, wir könnten vielleicht noch so einen Schafswolle-Händler uns machen. Ich meine, gut, Schafswolle kriegen wir auch immer relativ viel. Zack, wir holen uns erstmal das Weizen. Ich könnte ja auch aus dem anderen Dorf direkt mal noch ein paar Villager importieren. Also die Villager-Farm muss auf jeden Fall so oder so noch deutlich größer werden, wenn wir wollen, dass es schneller geht. Ich habe auch echt schon lange hier nicht mehr die Chickies miteinander vermehrt. Das können wir hier direkt auch mal noch machen. Zack, zack, zack. Wir haben eh so viele Seeds, Leute. Ein ganzes Inventar ist einfach hier schon wieder voll mit diesen Eiern. Ja, das ist echt zu krass. Boah, Leute, guck mal, wie schnell wir leveln. Schon wieder Level 30. Let's go. Let's go, Leute. Wir könnten uns ja auch, glaube ich, eine Glückhacke machen und dann kriegen wir, glaube ich, auch mehr Weizen raus, wenn wir das abbauen. Vielleicht auch eine schlaue Idee. Guck mal, dass wir uns gleich mal eine Glückhacke machen. Wir haben wirklich zu viele Chickies hier. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Eiern. Ich brauche hier wirklich einen Mülleimer. Ich brauche hier wirklich einen Mülleimer. Ich werfe die jetzt einfach mal hier ins Wasser rein. Ich brauche zurzeit immer so super viel Weizen für alles, weil wir brauchen einmal Weizen für unsere Kühe zu vermehren. Wir brauchen Weizen für die Villager-Brote. Ich kann aber auch Weizen bei dem einen Villager handeln. Also wir brauchen echt irgendwie super, super viel. Warum ich jetzt hier gerade nochmal auch die Kühe miteinander vermehre? Weil wir brauchen ja auch Bücher für Leder. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier hin, vermehre auch nochmal kurz die Kühe miteinander. Zack, zack, zack. Aber gar nicht so viel, weil wie gesagt, ich will viele Brote für unsere Villager aufheben, damit wir die mal ordentlich miteinander vermehren. So, aber das eine Stack machen wir hier noch leer. Oh, jetzt vermehrt euch mal schön hier. Sehr gut macht ihr das. Sehr gut macht ihr das. Dann würde ich mal behaupten, fangen wir jetzt hier nochmal kurz an, ein paar mitzunehmen. Ja, sehr gut, Leute. Sehr gut. Hier schön. Können wir nochmal ein paar Bücher machen. Schon 8 Leder. Zack. 10 Leder. Reicht doch schon. Reicht doch schon, Leute. Okay, jetzt nehmen wir hier unser Zuckerrohr noch ein bisschen mit. So viel Papier, wie wir traden können. Ich bräuchte eine XXXXL Zuckerrohrfarm. Müsste eigentlich hingehen und eigentlich hier mitten aufs Meer rauf. Es wird zwar nicht schön aussehen, aber wir bräuchten so viel Zuckerrohr.
Ich glaube, das werde ich nach der heutigen Aufnahme auch mal bauen, sodass wir dann nächstes Mal, wenn wir starten, hier bis da hinten eine riesen Zuckerrohrfarm haben. Ich habe halt so viele Händler, bei denen wir Papier traden können. Es lohnt sich halt einfach, ne? Es lohnt sich halt einfach. So, wir gucken jetzt mal, auf wie viel wir jetzt kommen mit dem ganzen Zeug, was ich dabei habe. Mit dem ganzen Glas, mit den ganzen Sticks, mit allem, was ich jetzt hier kriege. So, hier habe ich auch gerade mal noch ein Loch gelassen, weil hier kann ich die besser von oben anfüttern. So, Fütterungszeit, Paarungszeit. Zack. Jeder kriegt jetzt hier mal ein paar Brote. Jeder nimmt. Jetzt vermehrt euch mal hier. Okay, okay, okay. Oh, ja, Leute. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut macht ihr das. Sehr gut macht ihr das hier nochmal schön vermehren. Oh, klappt's, Leute, klappt's. Kommt da ein kleiner Mini-Paulberger raus? Hey, nein, es hat nicht geklappt. Was ist denn los? Der eine hatte hier keinen Bock oder was? Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, dann lasst uns mal schauen, was wir hier so auf die Reihe kriegen. Weil ich muss hier immer durch die Tür laufen, um an die Werkbank zu kommen. Das ist ein bisschen nervig. So, dann stellen wir die Werkbank lieber hier rein. Besser ist das. Okay, komm, dann fangen wir einfach mal an, unser ganzes unser ganzes Zuckerrohr hier einmal wegzuknallen. Okay, so arg viel kriegt man hier gar nicht raus, Leute. Ich habe mir mehr erhofft. Bei dem tauschen wir nicht, weil bei dem wollen wir gleich noch unser Glas tauschen. Hier bei dem ist doch schön. Bei dem ist doch schön, hier können wir gut ein bisschen den hochleveln auch noch. 7 Smaragde ist noch nicht so viel, wie wir brauchen. Aber ich denke, das meiste kommt jetzt durch die Glasscheiben. Durch Glasscheiben lohnt es immer fast mit am meisten. Ich glaube, damit mache ich mir noch einen zweiten Villager. Glasscheiben können wir nämlich richtig was raushauen. So, okay. Du bist hier der Glasscheiben-Johnny, ne? Bam, bam. Oh mein Gott, guck mal. Wie das abgeht, 20. Boah, der ist wirklich der Beste hier, ne? Das ist echt der Beste. Ich glaube, wir brauchen noch so einen zweiten Glasscheibentyp, weil jetzt will er nämlich nicht mehr handeln. Jetzt ist nämlich das Problem, wir brauchen noch einen zweiten Kartografen. Wir brauchen noch unbedingt einen zweiten Kartografen. Den werden wir uns gleich mal noch holen. Glas hier zwischenlagern, weil der will ja gerade nicht mehr handeln mit uns. Aber immerhin schon 23. So, dann lasst uns mal schauen, wie weit wir mit den Sticks kommen. Da wird wahrscheinlich auch irgendwann Schluss sein bei dem. Boah, man kriegt auch so viel Level immer, ne? Das ist so nice beim Handeln. Da braucht man eigentlich keine XP-Farm mehr. Okay, der kann noch ein bisschen. So, dann gehen wir hin. Wir müssen uns auf jeden Fall einen zweiten Kartografen machen. 100 pro, Leute. 100 pro. Diese Glasscheiben lohnen sich am meisten. Da gehe ich kurz in die Wüste. Gehe uns da ein bisschen Sand holen. Und zack, zack, Abfahrt. Aber ich kann immer noch handeln. Let's go. Guck mal, es wird hier schon wieder Nacht. Also wenn wir auf 36 kommen, dann können wir noch zwei Mending... Ah, jetzt hört er auf. Jetzt hört er auf. Aber uns fehlen nur noch zwei. Dann können wir nämlich schon mal zwei weitere Mending-Bücher holen. Zack. Easy Game, Leute. 36. Brauchen wir noch zwei Bücher in der Hand. Zack, haben wir auch alles dabei. Ah, nee, warte, uns fehlt. Wir können nur ein Buch machen. Aber okay. Immerhin, Freunde. Immerhin. Also eine komplette Mending-Rüstung sehe ich heute. Bam. Perfekt. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Ey, ich werde uns Safe Call jetzt mal noch einen zweiten Kartografen machen, Freunde. So, hier noch ein Buch. Oh, da ist noch ein bisschen Papier. Da können wir nämlich noch Bücher machen. Sehr gut. Wir machen uns jetzt mal Safe Call noch einen zweiten Kartografen, weil, ey, da können wir so easy uns Smaragde immer holen. Eigentlich habe ich total dumm gemacht, Leute. Ich habe hier total dummes Zeug gemacht, aber egal. Leute, man lernt ja nie aus. Und ich brauche noch ein bisschen gebrannten Stein. Den können wir auch direkt mal noch hier reinhauen. In den Ofen. Irgendwann, Freunde, ich weiß, wir müssen auch mal das Haus weiterbauen, aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Oh, guck mal, hier ist ja noch ein bisschen Stein gebrannt. Let's go. So, damit das hier mal jetzt vernünftig aussieht. Ich bin ein bisschen am Überlegen, baue ich das weiter in die Richtung aus oder vielleicht noch hier ein bisschen in die Richtung? Weil es wird halt immer lästiger, die Villager hier über den ganzen Gang entlang zu bringen, bis sie in ihre Box reingehen. Ich glaube, ich werde hier das Ganze mal in die andere Richtung ein bisschen ausbauen. Andererseits muss ich dann aber auch immer durch diese Brutding hier durchlaufen. Na, nee, wir bauen es nur in die eine Richtung. Macht keinen Sinn so. Ey, die haben sich immer noch nicht vermehrt miteinander. Was ist denn los da unten bei euch? Hallo, wir brauchen hier Nachwuchs. Brauchen Nachwuchs. Was ist denn los da? Esst mal hier schön Brot, Junge. Also wir haben jetzt drei Mending-Bücher. Uns fehlt dann also noch ein Mending-Buch für... Zack, damit wir eine komplette Mending-Rüstung schon mal haben. Uiuiuiui, Haltbarkeit gar nicht gut. Also beziehungsweise brauchen wir auf jeden Fall Schutz 3. Das müssten wir dann auch immer doppelt kaufen. Ich habe hier leider echt ein bisschen dumm gemacht mit den Villagern. Der kann hier noch nicht handeln. Ja, der hat noch Cooldown hier, Leute. Einziger Haken bei dem Kartograf ist, der muss leider erstmal Level 2 werden. Und dann können wir mit dem arbeiten. Weil ab Level 1, auf Level 1 kann der erstmal nur Papier handeln. Und dann müssen wir dann kurz auf Level 2 bringen und dann geht's ab. So, wer von euch hier will Kartograf werden? Wer will Kartograf werden? Wer will Kartograf? Ah, du willst also Kartograf werden. Okay, 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 ich sehe schon. So, perfekt. Dann einmal mitkommen. Aber ich bin trotzdem schon echt stolz auf das, was wir hier gebaut haben, Leute. Hallo, guck mal, hier ist so ein Kartentisch. Willst du nicht einen Job annehmen? Warum, du willst doch einen Job. Du willst arbeiten. Du willst doch hier arbeiten für mich. So, und jetzt rein da mit dir. Haben wir den eingefangen? Ich will halt erst so wieder richtig auf Expeditionstour gehen, wenn wir halt wirklich auch mal eine gute Rüstung haben. Sonst ist mir das einfach zu risky, Freunde.
So, jetzt haben wir hier leider gerade nur noch zwei Villager drin. Das heißt, wir brauchen hier mal ein bisschen Nachwuchs hier. Ey, gib mal Gas hier. Du auch, zack. Ey, der muss auch noch was essen. Lass mal deinen Kollegen noch... Ey, der im Grünen, der isst alles. Gib mal dem hier mit der roten Mütze noch was. Captain Rotmütze. Ey. So, jetzt, komm. Es ist näher... Ey, der ist lost, Leute. Oder der hat wirklich einfach keinen Hunger. Das ist jetzt deins. Das ist deins. Ja. Sehr gut, hast du gut gemacht. Das hat er bekommen. So, jetzt hoffen wir mal, dass sie mal hier sich vermehren wieder. Oh ja, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nachwuchs kommt. Neue Villager zum Handeln sind auf dem Weg. Okay, also wir kommen jetzt hier gerade nicht an weitere Smarkte dran. Ich muss die Villager-Farm hier erst wieder weiter ausbauen. Wird dann eher wahrscheinlich was fürs nächste Video. Aber Leute, ich würde trotzdem sagen, wir fangen jetzt hier mal schon mal ein bisschen an, Verzauberungen zu machen. Weil wir sind ja trotzdem schon mal Level 34. Wir haben die ein oder andere Verzauberung jetzt natürlich schon am Start. Und zwar, Leute, wir können schon mal Stärke 5 auf unserem Bogen machen. Sehr wild. Wir haben dreimal Reparatur. Wir haben hier natürlich auch schon unsere Rüstung ready. Boah, Leute, das ist also auch... Auf unsere Spitzhacke muss natürlich auch Reparatur drauf, auch sehr, sehr wichtig. Ah, wo fangen wir hier am besten an? Wo fangen wir hier am besten an? Komm, wir nehmen einfach mal alles raus. Wir nehmen einfach mal alles raus und gucken mal, wie weit wir kommen. Hier ist ja auch noch was abgebrannt. Wir könnten natürlich prinzipiell auch mal drauf pokern, ob wir so eine gute Verzauberung kriegen. Weiß ich jetzt natürlich aber nicht. So, also wenn, dann muss da schon wirklich so Schutz 4 irgendwas stehen. Gucken mal, was kommt. Schutz 4 direkt. Alter, Atmo... Oh, das ist direkt voll der gute Helm, Leute. Das ist direkt ein richtig guter Helm. Also da packen wir auf jeden Fall Reparatur drauf. Schutz 3. Man kann ja auch mal Glück haben, Leute. Man darf ja auch mal Glück haben. Schutz 3, Schutz 3. Wobei, da können wir dann easy mit... Alter, ist eigentlich voll gut. Weil da können wir easy mit einer Schutz 3-Ding, die wir uns kaufen können, hätten wir auch da Schutz 4 drauf. Ist eigentlich auch nicht schlecht, Leute. Ich mache jetzt einfach mal noch auf die Hose. Oder warte mal, was kriegen wir beim Oberteil? Schutz 3. Wichtig, 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 wichtig. Wichtig, da können wir easy Schutz 4 draufhauen. Ich habe jetzt noch gehofft, dass da auch Haltbarkeit kommt, aber ey, alles gut, Leute. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Dann machen wir hier nämlich jetzt hier noch Stärke 5 auf unserem Bogen. Oh mein Gott, Leute. Also der Bogen, der knallt. Damit können wir richtig gut gegen Feinde kämpfen. Haben natürlich auch hier Unendlichkeit drauf. Der ist schon echt wild. Also wir gehen jetzt hier schon mal hin und machen auf jeden Fall... Also auf den Helm. Der Helm ist gefühlt schon... Da noch Wasseraffinität drauf und der ist perfekt. Da können wir auch lang unter Wasser durchhalten. Der Helm war echt ein absoluter Schnapper, Leute. Bam! Oh mein Gott, wichtig, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Mit Schutz 4, also das macht uns deutlich stärker jetzt hier schon mal. So, die Rüstung, wisst ihr was, die packen wir einfach mal hier oben. Ist noch so unsere Rüstungstruhe. Können wir ja mal, zack, das Schwert reinmachen. Wir sollten auch mal anfangen, Diamantschwert zu benutzen. Wir sollten auch mal anfangen, Diamantschwert zu benutzen, weil da kriegen wir... Vielleicht würden wir da auch mal was Gutes noch rauskriegen. Vielleicht so Schärfe direkt. Könnte man auch mal probieren. Eigentlich müssten wir nochmal versuchen, auf Level 30 zu gehen. Ich gehe aber jetzt schon mal hin und mache auch auf unseren Harnisch Reparatur drauf. Weil, Leute, da hauen wir einfach nochmal ein Schutz 3 Buch drauf. Dann haben wir da auch Schutz 4. Ja, dann da noch Haltbarkeit. Dann ist das eigentlich auch schon sehr krass. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, Schutz 3 hat aber auch irgendwie 23 Smaragde gekostet. Das können wir uns jetzt natürlich auch noch nicht leisten. Aber dann beim nächsten Mal, dann ist das schon mal echt auch wild. Aber gut, Leute, also ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich stolz auf uns. Wir haben sogar noch ein Reparaturbuch und ich glaube... Nee, das machen wir noch nicht aufs Schwert, weil ich hoffe, dass bei dem Schwert, dass wir da vielleicht auch direkt mal Schärfe 5 oder sowas bekommen. Ah, wo soll man das andere Reparaturbuch? Könnten wir auf unsere Hacke noch draufhauen? Dann hätten wir immer eine krasse Spitzhacke, müssen wir nie wieder reparieren. Können wir immer benutzen. Ey, komm, das lohnt sich auch komplett. Dann haben wir immer so, dann sind wir, können wir viel schneller alles abbauen. Boah, nice. Nie wieder eine lahme Spitzhacke. Wild, 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 wild. Sehr gut. Also wirklich eine sehr, sehr wichtige Episode. Aber Freunde, ich werde auf jeden Fall jetzt mal noch für nächste Folge die Villager Farm krasser ausbauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kartografen. Wir brauchen alles Mögliche noch mehr. Aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Wir müssen immer warten, bis hier wieder was wächst und bis wir wieder traden können und, und. Ich glaube, der Trick ist wirklich einige Kartografen, dann immer schön ein bisschen Sand farmen, zu Glas brennen. Und dann kriegen wir nämlich schön viele Smaragde raus. Das ist meiner Meinung nach der Trick. Und wenn wir dann nämlich endlich mal unsere OP-Rüstung haben, dann können wir nämlich wieder richtig auf Expedition gehen. Weil dann kann uns gefühlt nichts mehr passieren. Also der nächste Schritt wäre ja jetzt quasi ins Nether zu gehen für Netherite, Leute. Ich will aber einfach erst ins Nether gehen. Das ist mir zu risky. Ich will wirklich erst ins Nether gehen, wenn wir eine richtig gute Rüstung haben. Überall mit Schutz 4 und Federfall und alles Mögliche. Damit wir einfach für alles gewappnet sind, Freunde. Wir gucken jetzt hier nochmal kurz, wie lange die da immer brauchen, die Bummis. Aber den, warte mal, meinen zweiten Kartografen, den kann ich vielleicht nochmal...
auf Level 2 machen. Ein bisschen mehr Zuckerrohr. Das Problem ist halt, dass hier kein Server, ne? Also das, hier wächst halt nichts, wenn ich jetzt hier nicht stehe, ne? Es wäre eigentlich geiler, wenn ich das Projekt auf einem Server gestartet hätte, weil dann wird hier auch immer alles schön vollgewachsen sein, wenn ich wieder hier starte. Das wäre eigentlich besser. Mal gucken, Leute. Was meint ihr? Sollen wir vielleicht die Hardcore-Welt hier auf einen Server umlagern? Wäre eigentlich smart. Dann wäre nämlich immer alles schön vollgewachsen. Es wird halt schneller gehen. Da müsste ich nicht immer warten, bis alles wächst. Ich denke auf jeden Fall, ich werde eine XXL-Papierfarm bauen. Ich werde da hinten XXL-Papierfarm bauen. Ich glaube, anders, da geht's hier nicht. Wir brauchen so viel Zuckerrohr. So, der Kartograf muss gelevelt werden, aber wir brauchen dafür noch mehr Papier. Haben es hier leider noch nicht geschafft. Ja, das ist gerade das Problem. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das machen wir dann einfach gemeinsam in der nächsten Folge. Das soll es gewesen sein. Nächstes Mal machen wir uns dann wirklich die komplette OP-Rüstung fertig. Und wer weiß, Leute, vielleicht schaffen wir es dann in der nächsten Folge ins Nether, Freunde. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Primax.